Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mafia 1. Ich bin euer Exitus Master. Wir müssen heute, also wir dürfen heute endlich Morello erledigen. Er befindet sich momentan auf Central Island und guckt sich eine Theatervorstellung an. Und hoffen wir mal, dass es jetzt seine letzte sein wird, dass der Anschlag geglückt und wir endlich die Kontrolle über die gesamte Stadt übernehmen können. Ja, aber wir müssen mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob alles glatt geht. Das ging zum Beispiel schief. Oder wir haben es uns noch gefangen. Also wir fahren jetzt nach Central Island und dann bringen wir Morello um. Hört sich nach einem Plan an. Endlich mal einen anderen Radiosender. Endlich mal andere Musik. Es gibt anscheinend nur zwei Musikstücke. Ah, jetzt kommt es wieder. Im Radio. Furchtbar. Aber was soll man tun? So, da ist unser Zielgebiet. Scheiße, der haut schon ab. Na super. Okay, schieß mal drauf, bitte. Jetzt hat er uns gemerkt, anscheinend. So, Pauli hat schon 72, nur noch 72%. Das läuft ja gut. Okay, die Show hat schon früher aufgehört und jetzt ist er auf der Flucht. Mal gucken, ob wir den kriegen. War ja klar, dass das nicht funktionieren wird. Ich habe natürlich nur die abgelegte Schrotflinte und den Colt Detektiv Spezial. Ja, er hat einen Unfall gebaut. Hoffentlich brauchst du gleich noch einen größeren, damit wir ein bisschen mehr einholen können. Wir sind ein bisschen zu weit weg, habe ich das Gefühl. Ja, und die Polizei ist uns natürlich auf dem Fersen. Ne, das stört sie nicht, dass wir hier die ganze Zeit rumballern, also Pauli und Sam. Aber wenn ich jetzt rumballern würde, dann wäre das natürlich was komplett anderes. Die dürfen natürlich rumballern, genauso wie Morello da vorne. Nur wir dürfen das nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Kurve noch gekriegt. Und da, oh, oh, Straßenbahn. Vorsicht. Und da ist natürlich die Polizei. Die rammt uns bestimmt. Ja, die rammt uns. Hoffentlich sind die jetzt gleich weg, wenn wir die Stadt verlassen. Das sieht so aus, als wenn wir die Stadt verlassen. Ja, er verlässt die Stadt. Oh, gucken, wo er hin will. Komm, die spawnen Polizeiwagen. Oh Gott, ramm mich nicht. Danke. Hoffentlich sind die jetzt weg. Ja, verfolge und töte Morello. Okay, nichts leichter als das. Zack, zack, zack. Jetzt habe ich auch mal 6-mal geschossen. Oh, das war ein böser Unfall. Das war ein böser Unfall. Das hat auch nicht geklappt. Ah, er hat sich verkeilt. So, jetzt bist du dran. Komm, auf ihn, mit Gebrüll. Oh Gott, nein! Was macht der denn da? Oh Gott, wie fährt denn der? Oh mein Gott. Komm, ey, was ist denn hier los? Stirb doch! Ey, die sterben nicht. Aber die können natürlich auf uns schießen, ist klar. Können wir irgendwie... Ist er tot? Ja. Okay, interessant. Fahr zurück zu Salieri's Bar oder... Oder fahr auf dem Weg nochmal bei Lucas Bertone vorbei. Okay. Interessant. Interessante Todesart. Ich glaube, das war nicht so vorgesehen. Warte, wir kippen den Wagen mal um. Die haben bestimmt noch Loot für uns. Ja, wenn das jetzt nicht so passiert wäre, dann wäre er hier entweder hier links auf den Flughafen gefahren und dann hätten wir das startende Flugzeug, wo er drin gesessen hätte, abgeschossen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Oder er wäre weiter geradeaus gefahren. Dann wäre er zu einer Brücke gefahren, aber die unglücklicherweise da gerade im Moment gewartet wird und da fehlt er ein Stück und da hätten wir ihn dann runtergeschubst. Aber naja, hier ist es anscheinend so passiert, dass er sich einfach so aufgehängt hat, der Wagen. Und dass wir ihn so umbringen konnten. Anscheinend lebt er noch.
Der Fahrer. Ach komm. Pauli, bitte. Komm raus mit dir. Du machst jetzt nichts mehr hier. Zack. Voll weggepustet. Nichts gefunden, nichts gefunden. Und? Was du? So, jetzt holen wir mal Morello raus hier. Komm her. Du Arsch. Danke für den Colt. Da liegt der Morello. Er hat aber noch ein Lächeln im Gesicht. Schön, dass er auch noch was Positives sehen kann. Dass er jetzt tot ist. Das ist jetzt nur symbolische Natur. So nehmen wir mal seinen Wagen. Als Erinnerung. Komm. Oh, der Herr hat sich aber schön verkeilt. Komm. Ich glaube, ich kriege ihn frei. Komm. Noch ein bisschen. Er kommt. Langsam. Komm. Ich kriege ihn frei. Komm. Ja. Ja, und der ist ein bisschen beschädigt. Ein paar Schlusslöcher, aber sonst alles okay. Ein Schlusslöcher. So, jetzt tun wir noch den Kameraden hier vorne rausholen. Komm. Du bezahlst keine Miete, weg mit dir. Hast du noch Munition für mich? Ja, natürlich. Danke. Oh. Vorsicht, mein Freund. Der hätte mich fast überfahren. Mach's gut, Morello. Und danke für den Wagen. Auch eine Möglichkeit, den Job abzuschließen. Na, 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 na. Gut, dann fahren wir jetzt mal. Oh, ziemlich viele Einschusslöcher. Eine sehr stabile Windschutzscheibe, wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Naja. Jetzt fahren wir erstmal zu Lukas Platone. Das ist der Plan. Und mal sehen, ob jetzt die Karre wieder repariert wird. Wenn die Stadt jetzt geladen ist. Ja, sie ist wieder repariert. Alles wieder weg, als wäre nichts passiert. Fahr zurück zu Salieris Bau oder schau auf dem Weg bei Lukas Platone vorbei. Natürlich werden wir das noch tun. Können wir eine Mission abschließen, ohne einmal bei Lukas gewesen zu sein? Völlig unmöglich. Und da sind natürlich wieder die Bullen. Ja, ja, ja. Wollen uns natürlich festnehmen. Aber heute nicht. Heute nicht. Oh, komm. Links, links, links. Oh Gott, nein. Ah, komm einmal aufs Dach und wieder auf die Füße. Na, komm. Hilfe. Hilfe. Oh Gott, das ist Morellos Wagen. Wenn der das sieht, dann wird er uns umdenken. Geht weg, haut ab. Knallt ihn ab. Oh, Entschuldigung, Sam, Pauli. Ja, was ist denn hier los? Hallo, könnt ihr den mal umbringen? Tut mir leid, Pauli. Geht's dir gut? Ja, alles noch dran. Alles noch dran. So. Jetzt müssen wir erstmal das Schlamassel hier wegmachen. Ah, natürlich, den Wagen knacken, ist klar. Zack. Bleib mal da kurz stehen, ich dreh mal den Wagen um. Nimm mal kurz Anlauf, so viel Zeit muss sein. So. Geht da weg. Mann, der ist stabil. Der bewegt sich keinen Millimeter. Jetzt ist natürlich der auch auf der Seite, ist klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist hier los? Hallo? Weg da! Hey! Vorsicht! Und Pauli ist tot. Pauli macht Nickerchen. Und Sam ist tot. Okay, laden wir lieber nochmal. Ja, fahr zurück zu Salieris Bar oder schau auf dem Weg bei Lukas Platone vorbei. Das habe ich eben zwar schon vorgelesen, aber ich denke, ich sollte es nochmal tun. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Natürlich. So, jetzt müssen wir ein bisschen langsamer sein, nicht, dass wir uns schon wieder auf die Seite flippen. Aber da ist ein Polizeiwagen, sehe ich gerade, ne? Ach komm, den besuchen wir noch kurz. Hey! Entschuldigung! War ein Unfall. Ja, steht auch da, Unfall. Und ihr wollt uns natürlich festnehmen. Da wird aber nichts drauf. Vorsicht, Vorsicht, hoppla. Hoppla, sorry.
Und da kommen die Bullen. Hey Tom, ich bin kaputt. Lass uns vor der Bar raus und komm dann später wieder. Oh Mann, ihr seid so Mem. Mit euch kann man keinen Spaß haben. Wir müssen erstmal die Bullen loswerden hier. Komm. Komm her, Chief Officer. So, der ist tot. Ja, meinst du? Kann ihn jemand mal umbringen? Noch ein schöner Wagen. Da fehlen nur die Scheinwerfer da vorne. Hey Lukas, wie geht's? Ich hab noch zu tun. Ich komm dann später vorbei. Ich komm gleich nochmal wieder. Ich nehme erstmal hier das Medipack. Medikit. Sagen wir jetzt einfach mal so. Sehr schön, jetzt haben wir eine neue Waffe. Ja, steigen wir wieder ein und fahren die Jungs mal nach Hause. Die haben ja schwer geschuftet heute. Mussten ordentlich einstecken, wie man an ihren Lebensanzeigen sieht. Nur ich bin bei 100%, denn ich habe voll den Ultraskill. Dann fahren wir die mal kurz nach Hause, damit die früh schlafen gehen können. Jetzt ist ja bestimmt schon vor 5 vor 9. Und das kann ich nicht verantworten, dass sie so lange aufbleiben. Also fahren wir sie nach Hause und kommen gleich wieder und machen einen Job für Lukas, was auch immer das sein wird. Ich bin sehr gespannt. Aber erst fahren wir die Jungs nach Hause. Platz mal bitte. Bitte Platz machen. Der Wagen geht aber gut ab, hat der den getunt hier, Morellos ehemalige Karre. Der gute Morello. Den haben wir erwischt. Jetzt kontrollieren wir die Stadt komplett. Niemand stellt sich mehr uns in den Weg. Wir haben gewonnen. Sozusagen. Hoppla! Die Stoßstange gehört mir und der Scheinwerfer auch. Bitte liegen lassen. Und ich habe Frame-Einbrüche. Sehe ich gerade. Ja, und zwar ordentlich welche. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Aber er druckelt ein bisschen. Laut Fraps 8 Frames. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist jetzt schon öfters vorgekommen. Also an meinem PC wird es ja wohl kaum liegen, weil das Spiel ist von 2002. Und ja, mein Computer ist nicht so alt. Ich habe einen Hightech-Computer, würde man schon sagen. Einen richtig guten Computer. Deshalb unterbreche ich mal kurz Fraps und mache das sofort wieder an. So, ich habe wieder angemacht. Jetzt sind wir wieder bei 23 Frames. Ihr habt nichts verpasst, nur eine Sekunde. Vollzeit immer noch hinter uns. Und es läuft wieder besser. Hey, mein Freund. Das war nicht meine Schuld. Oh Gott, die schießen jetzt auf uns. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Gnade. Und sie sind wieder eingestiegen. Das war ein Unfall. Wirklich, das war ein Unfall. Geil. Passt auf, passt auf. Hilf mir, Wolf. Wolfie. Hilfe, die schießen auf mich. Hilfe. Boah, du Arsch, ey. Verrecke. Hast du das gesehen? Warum tust du nichts? Und warum hauen die ab? Muss ich eigentlich alles selber machen? Na gut, dann nehme ich mir den Wagen von denen. Als Rache. Morellas Auto behalte ich als Trophäe. So, jetzt fahren wir nochmal runter zu Lukas. Hoffentlich haben wir noch genug Leben für den Job, der uns machen lassen will. Was auch immer das sein soll. Ich bin sehr gespannt. So, Container weg. Und Stoßstange weg, die braucht keiner. Braucht eh kein Schwein. Oh, und die haben ihren eigenen Kollegen überfahren. Nee, nee, was sind das für Kollegenschweine? Nee, nee, nee. Also die Polizei in Mafia 1 ist echt jenseits von Gut und Böse. Oh, 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 oh. So, jetzt haben wir noch 52. Und der Wagen funktioniert noch gut. Der sieht ein bisschen seltsam aus. Ich weiß nicht, wie das rechte Vorderrad noch da an der Karosserie haftet, aber okay.
Und die Musik fängt wieder an. Was für eine wunderschöne, epische Musik, die irgendwann jemand zum Hals raufhängt. Und ich habe schon wieder Frame-Einbrüche. 8 Frames. Mann, der Wagen geht ja überhaupt nicht. Jetzt will ich mit angezogener Handbremse fahren. Ah, jetzt geht's schon besser. Bergab ist immer gut. So, da bin ich ja mal gespannt, was der gute Lukas für einen Job für uns hat. So, den parken wir noch fachmännisch. Auf der Hebebühne, so muss das sein. Beziehungsweise der Grube. Okay, Lukas. Komm, steh auf. Hey, Tommy. Hi, hast du hey, heute Lukas. Was für mich? Also, heute ist ein schwerer Tag. Wieso? Ach, weißt du, die Jungs haben hier ein Auto abgeliefert, das in eine Verfolgungsjagd mit den Bullen verwickelt war. Und jetzt muss ich es verdammt schnell loswerden. Warum haben sie es nicht selbst entsorgt? Ja, ach, ich hatte eine Abmachung mit ihnen. Das war ein sicheres Ding. Hat dann aber doch nicht geklappt. Ja, sie waren ein bisschen angepisst. Also haben sie es hier gelassen. Was springt für mich raus? Ein wunderschöner deutscher Sportwagen. Das ist das Risiko. Oh, wert. Deutsch. Bin dabei. Was soll ich machen? Auf jeden Fall. Ganz einfach. Fahr das Auto zu den Klippen am Stadtrand und versenk es im Meer. Cool. Aber wenn dich die Bullen sehen, gibt's Ärger. Die musst du dann abschütteln. Okay. Bring den von dem Polizei gesuchten Wagen zu den Klippen beim Leuchtturm und versenke ihn im Meer. Aber den Wagen werden wir erst im nächsten Part von Let's Play Mafia 1 versenken. Ich bedanke mich fürs Zusehen, macht's gut Leute und bis dann.